Wir wollen das Thema vertiefen und vor allen Dingen auch auf die Belastungen schauen, denen eben Ärzte und Pflegekräfte ausgesetzt sind in diesen Tagen. Aus dem Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld ist uns nun Ralf Berning zugeschaltet. Er ist Intensivpfleger. Ich bedanke mich, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Herzlich willkommen. Gerne, danke. Herr Berning, wie würden Sie die Situation an Ihrem Arbeitsplatz aktuell schildern und beschreiben? Also die Situation ist, wie wir merken, so wie in den letzten Monaten sehr kritisch. Wir können seit Monaten nicht die Intensivkapazitäten voll nutzen, wie wir das gerne möchten. Wir hier auf unserer Intensivstation haben 16 Plätze, können seit mehreren Wochen nur 10 Plätze fahren, weil wir einfach das Pflegepersonal nicht haben. Ist das Pflegepersonal oder der Pflegepersonalmangel jetzt noch mal verschärft worden durch die Pandemie, weil einfach Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, ganz ehrlich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin raus? Oder ist das eine Thematik, die im Prinzip auch schon deutlich vor Corona begonnen hat und jetzt einfach nur zu dieser Verschärfung beiträgt? Das ist natürlich eine Situation mit dem Pflegenotstand, dass wir zu wenig Personal in den Kliniken und Einrichtungen haben, die auch schon vor Corona da war. Corona oder die Covid-Patienten in den Stationen sind on top oben drauf gekommen. Und was wir jetzt ganz deutlich merken, ist, dass wir im Vergleich zur zweiten Welle, wo wir fast 26 Intensivpatienten auf zwei Stationen hier versorgt haben, dass wir das jetzt nicht mehr annähern können, weil das Pflegepersonal halt nicht da ist. Wir haben viele Kollegen, die Gott sei Dank klinikintern in andere Bereiche abgewandert sind. Aber mir berichten auch sehr, sehr viele Kollegen aus anderen Kliniken, dass sie raus sind aus der Pflege. Die sind entweder in Leasingunternehmen gegangen oder haben gekündigt und sind direkt abgewandert, vielleicht auch in die Industrie oder ganz in andere Bereiche. Herr Berning, was bedeutet das aber auch für Patienten, die andere schwere Krankheiten haben? Nehmen wir diverse Krebserkrankungen, die ja auch schwer zu behandeln sind, oder schauen wir auf Menschen mit möglicherweise multiplen Knochenbrüchen nach schweren Unfällen. Wenn man dazu dann eben noch schaut, die Covid-19-Patienten, ist das überhaupt noch handelbar? Es ist sehr, sehr schwer handelbar. Sie müssen sich das ungefähr so vorstellen. Wir sind hier auf einer Intensivstation, wo wir vornehmens Patienten behandeln, die internistische Probleme haben, also Herz, Lunge, Niere etc. Wenn wir dann, wie jetzt zum Beispiel, über die Hälfte belegt sind mit Covid-Patienten, fallen natürlich auch andere Patienten hinten runter. Das heißt, die müssen in anderen Intensivstationen oder in anderen Häusern behandelt werden und kommen dann gegebenenfalls nicht in die Fachbereiche, die eigentlich für sie da wären, wie zum Beispiel der Herzinfarktpatient oder der Schlaganfallpatient, der aufgrund fehlender Kapazitäten entweder fachfremd auf einer operativen Station liegt oder dass man halt Patienten teilweise 45 Minuten oder bis zu einer Stunde in ein anderes Krankenhaus fahren muss. Und das ist ein großes Problem. Herr Berning, sterben dadurch Patienten auch? Naja, es gibt ja mittlerweile mehrere Studien, die halt darauf hingewiesen haben, dass durch einen schlechten Pflegeschlüssel, auch Patienten gefährdet werden können. Und es ist auch durchaus messbar gewesen in mehreren Studien, dass halt auch die Patienten häufiger sterben, wenn weniger Pflegepersonal am Bett steht. Wissen Sie, das Problem ist folgendes. Die Gesellschaft drückt dieses Thema manchmal oft weg, krank sein, Tod. Und dann, wenn man selbst davon betroffen ist, dann ist das Thema natürlich ganz nah dran. Aber dann ist es oftmals halt zu spät. Das ist halt so ein Thema, wo ich mir auch wünsche, dass die Gesellschaft da mehr hinter uns steht. Und besonders auch die Politik, die ich halt auffordere, endlich was zu tun. Es ist ein wunderschöner Beruf, den wir machen. Wir brauchen eine hohe Fachexpertise. Wir haben eine hohe Verantwortung über Leib und Leben der Patienten, die in unserer Obhut sind. Und da brauchen wir jetzt einfach die volle Unterstützung der Politik, um diesen Beruf endlich attraktiver zu machen und bessere Arbeitsbedingungen zu machen für uns. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, da ist von Seiten der Politik außer wohlmeinenden Worten in den letzten 18, 20 Monaten nicht Ausreichendes passiert. Nein, auf keinen Fall. Also wir haben jetzt in den letzten Monaten überhaupt nichts Spürbares mitbekommen von Seiten der Politik. Ein Corona-Bonus, der ohnehin nicht für alle Pflegekräfte gekommen ist, der ist ein Tropfen auf den heißen Stein und löst halt nicht das Grundproblem. Das Grundproblem ist halt folgendes. Sie müssen sich die Situation in der Pflege so vorstellen. Das ist ein vollbesetzter Personenzug, der auf die Endstation zurast und anstatt die Notbremse zu ziehen, damit es wenige Schäden gibt oder die Schäden minimiert werden, gibt man noch Vollgas und setzt im Grunde genommen alle Notsysteme aus. Und so im Grunde genommen stelle ich mir die Situation in der Pflege vor. Und das ist nicht erst seit heute so, das ist in den letzten 10 bis 20 Jahren so gewesen. Und da ist von Seiten der Politik und insbesondere der CDU, die seit 16 Jahren in der Regierungsverantwortung ist, nicht ausreichend passiert, nicht annähernd.
Herr Berning, einen weiteren Aspekt würde ich ganz gerne noch ansprechen wollen. Die Impfpflicht für Ihren Berufsstand. Wir haben hier bei Berlin im Moment die Situation in einem Pflegeheim. 12 Tote, ganz offenbar ein Ausbruch von Corona, unter anderem eben wohl auch ausgelöst dadurch, dass es relativ viele Pflegekräfte dort gegeben hat, die nicht geimpft gewesen sind. Was halten Sie von der Impfpflicht? Also von einer Impfpflicht grundsätzlich halte ich gar nichts, sowohl als für die komplette Bevölkerung. Ich glaube, da drückt man die Bevölkerung eher weg, sich impfen zu lassen und in den Pflegeberufen impfen zu lassen. Also durch eine Impfpflicht halte ich auch nichts von. Ich glaube, das würde nach hinten losgehen. Wir müssen einfach, ich glaube, sehr aggressiv und konsequent richtige Informationen an die Menschen bringen. Den Menschen sagen, dass die Impfung sicher ist. Ich selber bin auch schon dreimal geimpft und ich lebe auch noch. Und wir müssen die Menschen abholen, sagen, pass auf, ihr könnt einen schweren Verlauf kriegen. Schützt eure Angehörigen, schützt euch und lasst euch bitte impfen. Weil das ist auch ein Punkt, wie man zum Beispiel uns in den Krankenhäusern ganz aktiv helfen kann, uns zu entlasten, dass nicht so viele Covid-Patienten jetzt, wie es momentan wieder ist, auf unseren Intensivstationen und in den Häusern landen. Sehr eindringliche, eindrückliche Worte hier. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ihnen viel, viel Kraft für das, was noch vor Ihnen liegt. Vielen Dank.